What's poppin', Boys and Girls? Ich traue mich immer noch nicht so richtig laut zu reden, weil es immer noch hallt. Es müsste jetzt aber eigentlich von Video zu Video besser werden, weil so wie das ist, wenn man einzieht, kommen immer mehr Sachen in einen Raum dazu, die noch nicht aufgebaut sind oder so. Und ich hoffe, dass es sehr bald besser wird. Zum Beispiel müsste jetzt eigentlich nächsten Monat irgendwann mal es an der Zeit sein für Gardinen und ich hoffe, dass die schon einiges ausmachen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte schon sehr lange Zeit vor, dieses Video zu drehen, schon seit Wochen, seit quasi es mir nicht gut ging, und hatte ganz unterschiedliche Gefühle diesbezüglich. Das hat angefangen mit: Ich will dieses Video jetzt unbedingt drehen, weil ich bin in diesem Feeling drin, aber ich glaube, ich bin noch zu negativ drauf. Dann hatte ich die Phase, wo ich dachte, oh, jetzt wäre es perfekt, das zu erzählen, aber ich kann es auf gar keinen Fall schneiden, weil es mich so runterziehen würde. Ich will das alles, was mir passiert ist, nicht nochmal hören. Und jetzt gerade bin ich in der Phase, okay, ich muss es jetzt langsam aufnehmen, weil sonst vergesse ich es wieder. Wie ihr am Titel geht es darum, dass ich euch erzählen möchte, was bei meiner OP passiert ist, was war mit mir los, warum war ich so lange weg. Viele wissen, ich war krank, ich hatte was am Rücken, aber niemand weiß so richtig, was war eigentlich wirklich bei ihr los. Und viele haben danach gefragt, ob ich das erzählen kann. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal so eine Liste gemacht und aufgeschrieben, was so passiert ist. Und ich möchte aber vorab sagen, ich bin kein Arzt, ja? Ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner. Bedeutet, all die Dinge, die ich sage, sind keine Empfehlung. Und ich möchte euch auch bitten, respektvoll mit diesem Thema umzugehen und aber auch vorsichtig. Ich werde euch erzählen, wie es bei mir war. Das bedeutet aber nicht, dass das zum Beispiel die Art, wie ich damit umgegangen bin, der richtige Weg war. Deswegen möchte ich vorab sagen, bitte kein Urteil über meine Situation und auf der anderen Seite, falls ihr das habt, was ich habe oder ohne dass ihr operiert worden seid, lasst euch bitte durch dieses Video nicht verunsichern, dass ihr denkt, ihr müsstet operiert werden. Das kann nämlich nur ein Arzt bestimmen, beziehungsweise die Meinung mehrerer Ärzte. Und wenn ich mal so Sachen droppe über Medikamente und so weiter, irgendwelche Namen, dann ist das nur zur reinen Information. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt zum Arzt rennen müsst und euch das selber holen müsst. Okay, das ist nur meine Story. Seht es als Storytime. Wow, das wird ein langes Video. Ich habe mir übrigens einen Tee gemacht. Don't let the muggles get you down. Es ist kein Tee drin. Ich lüge. Tee wär ein Stilmittel. Es ist eine bekannte Berliner Marke da drin, die schmeckt, als hätte man Zigaretten, Wasser mit Kaffee aufgekippt. Ich mache erstmal jetzt ganz kurz was zur Vorgeschichte. Ich habe da schon öfter drüber geredet, aber nur für die Leute, die vielleicht jetzt neu sind und gar nicht wissen, was Sache ist. Ich habe schon länger Probleme mit dem Rücken. Also schon seit ich 17 bin, hatte ich immer ISG-Blockaden. Das ist die Blockierung eines bestimmten Gelenks, das, ja, ihr könnt es googeln, dann seht ihr, was das ISG-Gelenk ist, ja. Und hatte damit aber nie große Probleme, außer wie Leute, die mal zwischendurch einen Hexenschuss haben. Niemand hat mir gesagt, dass das was Schlimmes ist, dass das Folgeschäden haben könnte. Ob das die Ursache ist, da sind sich die Ärzte nicht einig. Ich bin mir zu 100% sicher, dass genau das die Ursache ist, aber auch ein weit diskutiertes Thema. Auf jeden Fall haben so meine Rückenschmerzen angefangen, dass ich immer mal wieder Probleme hatte. So einmal im Jahr eine Blockierung, dann bin ich zum Arzt gegangen, Spritze oder einrenken und wieder nach Hause. Hab dann nicht weit, ne, man ist jung. Man ist jung. Nicht so, wie kann ich denn langfristig verhindern, dass das nicht mehr vorkommt? So denkt man mit 17 nicht. Also ich jedenfalls nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit 25 Jahren meinen ersten Bandscheibenvorfall gehabt. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, kann ich hier verlinken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da erzählt habe, aber ich habe es bestimmt ausführlich erzählt. Ja, und das war damals nicht schön, aber die Probleme sind irgendwann von alleine weggegangen und dann hatte ich immer so Phasen. Also dann hatte ich mal ein Dreivierteljahr einfach gar nichts und dann war es wieder mal ein Vierteljahr scheiße. Und dann hatte ich mal wieder eine Blockade und mal wieder so 3 Wochen Probleme und dann war es wieder 3 Monate weg. Und ich habe gedacht, okay, wenn das so weitergeht, kann ich damit leben. Nun wurde es aber Anfang diesen Jahres wieder schlimmer, nicht diesen Jahres, letzten Jahres, 2018 wurde es wieder schlimmer. Das fing im Januar an mit so merkwürdigen Schmerzen morgens. Jeden Morgen, dass ich relativ steif aus dem Bett nur gekommen bin und dann aber bei Bewegung ist es weggegangen, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, ihr steht morgens auf und habt totale Schmerzen in der Hüfte und dann steht ihr aber auf
lauft eine Minute rum und ihr seid komplett den ganzen Tag schmerzfrei. Bis zum nächsten Morgen, wo ihr wieder diese 2 Minuten Schmerz habt. Und damit bin ich damals zur Orthopädin gegangen. Die hat mich überhaupt nicht ernst genommen, hat meinen Rücken angeguckt, hat gesagt, sie müssen Sport machen. Da habe ich gesagt, ich mache Sport. Ja, sie machen den falschen Sport, machen sie dies, das. Das ist nur ein muskuläres Problem, ich kann ihnen nicht helfen. Hat mich nach Hause geschickt. Ja, dann habe ich mich halt, bin ich halt noch öfter ins Fitnessstudio gegangen, habe mich halt auch an diesen Rückenkraftteile gesetzt und habe gedacht, damit war es das dann wohl. Ja, dann sind wir in den Urlaub geflogen oder diese Reise, die wir dann gestartet haben nach Spanien, und da ist das dann auch weggegangen. Ja, und dann ging es im Sommer 2018 wieder los. Da haben wir von Is Happy die liebe Sophia und José in Ubud besucht, und da ging das schon wieder los, dass ich auf dem, wenn wir Roller gefahren sind, bei jedem Huckel meinen Rücken gemerkt habe, dass ich nicht lange auf einer Seite sitzen konnte und dass meine Arschbacke, da sitzt so ein bestimmter Muskel, halt angefangen hat, sich immer weiter zu verspannen. Und ich hatte halt im Kopf, ich habe quasi meine Rückenprobleme schon mal mit Yoga gelöst. Das wird jetzt auch klappen. Habe halt jeden Tag Yoga gemacht, wie eine Geisteskranke. Und es hat aber halt einfach nichts genützt. Es ist nicht weggegangen. Ja, dann bin ich wieder nach Hause gekommen und es wurde quasi von Tag zu Tag schlimmer. Aber nicht so, dass es mein Leben jetzt krass beeinträchtigt hätte. Also das waren so Sachen wie, ich sitze im Auto und steige aus und auf einmal kriege ich so einen krassen Krampf im Arsch, dass ich aufschreie. Und das pulsiert dann ganz doll, aber ist nach 6-7 Sekunden wieder weg und dann ist alles, als ob niemals was gewesen wäre. Oder ich sitze auf meinem Hintern und mir tut mal so ein bisschen die rechte Arschbacke weh. Ja, damit war ich dann beim Osteopathen, damit war ich beim Hausarzt und so weiter und so fort. Und es wurden halt immer bestimmte Massagen gemacht oder bestimmte Dehnübungen gegeben und so weiter. Aber irgendwie hat das alles nicht so richtig geholfen. Ganz im Gegenteil, umso mehr ich woanders hingegangen bin, umso schlimmer wurde es. Weil nämlich das Problem, was diagnostiziert wurde, und zwar dieser Muskel, das ist der Piriformis-Muskel, manchen von euch, ich sage das vielleicht was, der da Probleme gemacht hat, war eben nicht das einzige Problem, sondern, wie sich dann beim Orthopäden, der mich ins MRT geschickt hat, herausgestellt hat, es auch ein neurologisches Problem gab. Und zwar, dass dieselbe Bandscheibe, die 2015 schon mal kaputt war, also einen Vorfall hatte, noch genau denselben Vorfall hat, nur viel schlimmer. Naja, auf jeden Fall war in meinem Kopf dann, ich hatte ja schon mal einen Bandscheibenvorfall, das kriege ich halt wieder hin, ne? Und habe dann irgendwie gedacht, okay, das muss ich einfach aussitzen. Da muss ich irgendwie Schmerzmittel zwischendurch nehmen, ein bisschen Sport machen und so weiter, ein paar Dehnübungen und so, wie man halt einen Bandscheibenvorfall behandelt. Im Grunde genommen, für die Leute, die gar nicht wissen, wie das aussieht im Rücken, man hat halt eine Wirbelsäule, die besteht aus ich weiß gar nicht, wie vielen Wirbeln, jemand wie ich sollte das wissen, aus vielen Wirbeln, von oben vom Hals bis unten zum Arsch. Und dazwischen sitzen so Knorpel, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Und das sind die Bandscheiben, das sind quasi die Puffer, ne? Also immer, wenn ihr so hochspringt und zum Beispiel aufkommt, dann knallen diese Wirbel, diese Knochen ja nicht einfach aufeinander, sondern da ist wie so ein Gelkissen, Knorpel-Gelkissen zwischen, dass das Ganze so abfedert, wo dann so Wasser rausgepresst wird, dass das dämpft. Im Grunde genommen ist es so, wenn die Bandscheibe vorfällt, kommt es dann halt an der Seite raus oder es platzt und die Flüssigkeit geht raus und der Körper schafft es in 95% der Fälle, sagt man, dass der Körper das selber abbauen kann. Der Körper schafft ja alles Mögliche selbst zu regulieren, so eben auch die Bandscheibe zumindest so weit abzuheilen, dass sie nicht mehr an den Stellen ist, wo sie nicht sein soll. Zum Beispiel, wenn sie auf einen Nerv drückt. An jeder Bandscheibe laufen gewisse Nerven entlang und wenn diese Bandscheibe platzt, dann kann da dieses Material, was da halt raustritt oder vorrutscht, kann halt auf Nerven drücken. Und der Körper schafft es oft, das selbst zu regulieren, indem sich dieser Nerv zum Beispiel entzündet und durch diese Entzündung wird Flüssigkeit abgebaut, ne? Das ist alles Biologie und dann geht das halt langsam Stück für Stück wieder zurück. Ja, und für die Leute, die das haben, heißt es halt meistens nur durchhalten, Bewegung, wie es geht, Schmerzmittel nehmen und versuchen, diese Zeit rumzukriegen, die durchschnittlich, glaube ich, so 3 Monate dauert, was echt jedes Mal 3 beschissene Monate sind. Also bei meinem ersten Bandscheibenvorfall waren das echt richtig miese 3 Monate. Dann passierte allerdings eine Sache, die ich so nicht kannte. Also es gab ein neues Ereignis, einen neuen Schmerz, den ich nicht kannte. Und zwar begannen dann die Nervenschmerzen. Als ich das letzte Mal dieses Problem hatte, 2015, war es so, dass
ich im Liegen keine Schmerzen hatte. Ich hatte Schmerzen, wenn ich gelaufen bin, ich hatte Schmerzen, wenn ich gestanden bin. Aber wenn ich nach Hause gekommen bin, mich hingelegt habe und kurz die Beine hochgelegt habe, eine halbe Ibu reingeflötet habe, dann hat sich das wieder beruhigt und ich konnte zum Beispiel dann einfach abends einen Film gucken oder tagsüber im Bett arbeiten auf meinem Laptop oder so und konnte halt so den Tag überleben, bis ich es halt wieder versucht habe, wieder ein paar Schritte zu gehen. Ja, dieses Mal begann es dann aber im Anfang Oktober, ich glaube so um den Dreh, dass ich Nervenschmerzen bekam. Und es war etwas, was ich nicht kannte, denn meine Bandscheibe war nicht einfach nur in diesen leeren Raum in den Rücken reingedrückt, sondern richtig auf den Nerv auf der rechten Seite. Und bei jeder Bandscheibe, die wir im Körper haben, ist der Nerv, der daran vorbeiläuft, für einen anderen Teil im Körper zuständig. Wenn ihr zum Beispiel hier oben was habt mit den Bandscheiben und die drücken hier auf Nerven, kann es sein, dass ihr Probleme in den Armen kriegt oder so. So, und ich hatte es ganz unten am L5S1, das ist der allerletzte Wirbel unten, quasi die Bandscheibe unter dem letzten Wirbel, die zum Kreuzbein übergeht. Ja, sehr weit unten. Und der Nerv, der daran vorbeigeht, ist zuständig für Darm, Blase und das rechte Bein. Nervenschmerzen, vielleicht kennt ihr Nervenschmerzen, das sind nämlich Schmerzen, die sind immer da. Und das war, glaube ich, die schlimmste und mit dunkelste Zeit, die ich in meinem Leben erleben durfte. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich diese Schmerzen beschreiben soll. Es ist einfach ein Schmerz, der im Hintern anfängt und bei mir am hinteren Bein bis in den Fuß ging, der immer da war. Und zwar so, ich kann es gar nicht beschreiben. Du liegst im Bett und du liegst im Bett und du drehst dich von links nach rechts, von oben nach unten. Du machst alles, aber er geht einfach nicht weg. Jetzt kommt so eine Zeit, die ich jetzt versuche, geordnet zu erzählen, aber die war so schlimm, dass das in meinem Kopf zu, ich glaube, die war insgesamt einen Monat lang, aber in meinem Kopf ist das nur, ich weiß nicht, es ist alles so durcheinander in meinem Kopf, weil ich auch so unklar in dieser Zeit war. Aber ich versuche es irgendwie halbwegs chronologisch zu erklären. Dieser Schmerz ging los und es war quasi von heute auf morgen richtig schlimm. So schlimm, dass ich angefangen habe, sehr, sehr viele Schmerzmittel zu nehmen. Also ich habe die Maximaldosis Ibuprofen genommen. Das heißt 2400 Milligramm Ibuprofen am Tag. Das sind 4 Ibu 600er am Tag. Das hat nicht mal gereicht, aber es hat zumindest gereicht, dass ich nicht komplett den Verstand verloren habe. Ja, und das Schlimme war halt, dass umso länger ich gelegen habe, umso schlimmer ist es geworden. Das heißt, mir ging es umso besser, umso mehr ich gelaufen bin. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich bin abends rumgelaufen, habe dann eine Schmerztablette genommen, habe mich dann schnell ins Bett gelegt, habe dann es geschafft, so 3-3,5 Stunden zu schlafen und bin dann mit einem unfassbar schlimmen Nervenschmerz aufgewacht, dass ich jede Nacht irgendwie um 3 Uhr aufstehen musste und spazieren gehen musste. Ich glaube, es gab insgesamt so 2 oder 3 Wochen, in denen ich jede Nacht draußen im Feld oder auf dem Supermarktparkplatz unterwegs war und ich werde gerade ganz emotional, wenn ich das erzähle, weil ich das so voll verdrängt habe. Ich bin hoch und runter gelaufen. Und ich muss auch sagen, in dieser Zeit, die so schlimm war, waren meine Eltern und Kevin so krass für mich da. Das ist einfach unfassbar. Kevin ist einfach nachts anstandslos, ohne sich darüber zu beschweren, dass er müde ist oder irgendwie langsamer war, weil er keinen Bock hatte, nichts. Er ist einfach jede Nacht um 3 oder 4 Uhr aufgestanden und ist 1 bis 2,5 Stunden hat es immer so gedauert, mit mir draußen rumgelaufen und hat sich mit mir unterhalten, hat mit mir Musik gehört, Podcast gehört und immer wieder um den Supermarkt gelaufen, bis ich das Gefühl hatte, ich habe den Schmerz so weit runtergelaufen, dass ich mich wieder hinlegen kann. Das war so krass einfach. Also ich habe da erstmal gemerkt, was so wirkliche Liebe in dem Sinne bedeutet, zu sagen, ich stelle dein Wohl gerade absolut über meins und
Jeder von uns war, ich weiß nicht, vielleicht ist es für mich auch nur so schlimm, aber die Vorstellung, nachts wach zu werden und raus zu müssen, wenn es draußen regnet und nur 3 Grad sind oder so, ist für mich so furchtbar, wenn ich richtig müde bin. Und es war für mich so ein unfassbarer Liebesbeweis, wie ich heimlich aufgestanden bin, um rauszugehen, und er jedes Mal wach geworden ist und ohne was zu sagen einfach aufgestanden ist und sich angezogen hat und mit mir da einfach Arm in Arm irgendwie über diesen Supermarktparkplatz. Ich schwöre bei Gott, Leute, wenn ich die Kilometeranzahl, die ich um diesen Supermarkt nachts gelaufen bin, nebenan hintereinander legen würde, ich schwöre, ich bin den Jakobsweg gelaufen in diesen 3 Wochen. Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, da haben die Schmerztabletten nicht mehr gereicht, und ich habe auch wirklich gemerkt, dass es krass auf die Psyche geht. Ja, da bin ich zum Orthopäden gegangen. Der hat mir dann eine Überweisung gegeben für das Klinikum. Das ist ein orthopädisches Klinikum in Bad Oeynhausen. Das ist in Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen. Und hat gesagt, da soll ich mal hingehen, vorstellen. Und da würde dann ein Arzt mal schauen, was er dazu sagen würde. Und ich habe dann halt gesagt, dass ich nachts nicht pennen kann. Und dann hat er mir neue Schmerzmittel verschrieben. Und zwar darf man so darüber reden? Ich glaube schon. Es ist keine Werbung, ja? Ich sage nicht, dass irgendwas davon gut ist, was ich hier genommen habe. Novalminsulfon. Damals hieß es, glaube ich, Novalgin. Damit ging es mir erstmal besser, wahrhaftig. Ich habe dann abends so einen Mischmasch gemacht. Das ist wohl so moderne Schulmedizin, so zum Beispiel Ibuprofen damit zu mischen, damit du nicht zu sehr belastet, weil das Krasse ist ja, also jedes Schmerzmittel, was hilft, hat halt ja auch krasse aber kann halt bestimmte Organe belasten. Und dann fängt man in diesen Schmerzstadien, die ich hatte, an, gewisse Medikamente zum Beispiel zu mischen, weil ich bin da hingegangen, habe gesagt, ich nehme so und so viel Ibuprofen, und der hat gesagt, um Gottes Willen, Sie dürfen nicht so viel Ibuprofen nehmen, Alter, Sie machen Ihre Nieren kaputt. Und dann bekommst du halt zum Beispiel ein Schmerzmittel, was auf die Nieren geht, und eins, was auf, keine Ahnung, irgendwas anderes geht. Ich weiß gar nicht, worauf Novalgin geht, ich glaube so aufs Immunsystem. Und dann wird das so gemischt, damit nichts zu krass belastet wird, damit du dir nicht irgendwas total kaputt machst in der Zeit. Im Sinne von, lieber alles ein bisschen verdrecken, als ein Organ jetzt richtig in die Kacke hauen, dass du zum Schluss zur Dialyse musst, so nach dem Motto. Klingt furchtbar, ist aber so. Es ging nicht anders. Also als ich dieses Video gemacht habe, wo ich so geweint habe und gesagt habe, dass ich so Rückenschmerzen habe, habe ich so bescheuerte Nachrichten bekommen, wie dass es unverantwortlich ist, dass ich überhaupt Schmerzmittel nehme, weil mein Körper mir was sagen will. Den Schmerz, auf dem Level, wo ich da war, da kannst du nicht mehr ohne Schmerzmittel leben. Also, excuse me, jemand, der das sagt, der hat noch nie richtige Schmerzen gehabt. Der kennt vielleicht richtige Regelschmerzen oder richtige Kopfschmerzen. Aber der kennt nicht, mir wurde gerade ein Fuß abgehackt, Schmerzen. Oder ich habe Nierenkolikenschmerzen. Oder eben, ich habe Nervenschmerzen, die 24/7 da sind, sodass ich kein Auge zumachen kann. Ich habe einmal 4 Tage am Stück nicht geschlafen, bis ich fast umgefallen. Also nicht geschlafen mit, ich habe vielleicht 1 Stunde oder 1,5 Stunden nachts geschlafen, bis ich fast umgekippt bin einfach. Wir waren die ganze Zeit bei meinen Eltern, weil es mir so schlecht ging. Und ich habe gedacht, oh, ich gehe jetzt nach Berlin, ich habe neue Tabletten, dann mache ich mir dann einen Termin im Krankenhaus und werde dann da behandelt und dann kann ich da so mein neues Leben anfangen. Ja, das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, denn ich bin dann nach Berlin gekommen und habe dann schon gemerkt, dass es schlimmer wieder wird. Also, dass die Tabletten einfach nicht mehr so wirken. Also erstmal habe ich bestimmt eine gewisse Toleranz entwickelt, aber ich habe auch gemerkt, dass die Schmerzen schlimmer werden. Und dann ging es auch los, dass es nicht nur die Nervenschmerzen waren, sondern dass mein Fuß taub wurde und ich Gefühlsstörungen bekommen habe. Wenn ich dann zum Beispiel abends, nachts auf die Toilette gegangen bin, dass ich den Fuß gar nicht mehr richtig als meinen Fuß wahrgenommen habe. Das war so wie, wenn dir was ganz doll einschläft. Und du das Gefühl hast, wisst ihr, und der Arm ist so tot, weil man irgendwie nachts mal so gelegen hat und man packt den an und es fühlt sich einfach an wie ein totes Stück Fleisch. So war das mit meinem Fuß dann. Und das ging dann halt immer weiter nach oben. Und ich habe auch sehr viel Panik bekommen, weil halt das Kribbeln sehr hoch ging. Oder ich auch Tage hatte, wo es dann zum Beispiel im Intimbereich total gekribbelt hat, wo man halt aus Panik kriegt, weil man möchte nicht, dass Nerven nachhaltig geschädigt werden, die zu deinen Genitalien gehören. Versteht ihr, was ich meine? Ja, dann bin ich hier in Berlin in der Klinik in einem völlig falschen Klinikum gelandet, was überhaupt nicht dafür zuständig war. Die wussten überhaupt nicht, was sie mit mir machen sollten. Und dann, ja, wurde ich da untersucht und dann kam auch irgendwann ein Arzt zu mir und hat gesagt, okay, Frau so und so, Sie sind jetzt hier in der Schmerztherapie, wir können Ihnen jetzt hier
halt irgendwie irgendwelche Schmerzmittel geben, irgendwelche Schmerzmittel spritzen. Aber wir haben ihren Befund, weil der doch relativ krass ist, weitergeschickt an die Neurochirurgie in einem anderen Klinikum. Und der hat gesagt, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fall ist, den man operieren könnte, eventuell auch sollte. Und das war dann der Startpunkt für mich, dieses Krankenhaus zu verlassen. Ich bin auch dann, also ich musste mich nicht selbst entlassen, ich wurde dann halt auch entlassen. Das war dann in Absprache mit dem Arzt. Die erste Nacht nach diesem Klinikaufenthalt zu Hause war unfassbar schlimm. Also die war hier in der Wohnung. Und das war dann der Moment, wo meine Psyche nicht mehr mitgemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Worte fassen kann, weil es sind halt Gefühle und keine Gedanken richtig gewesen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht mehr packe. Das sieht bestimmt super unbequem aus, wie ich hier sitze, aber ich stütze mich so auf dem Stuhl ab, weil ich nicht so lange sitzen darf. Ich hatte wieder die Schmerzen, ich bin wieder nachts aufgestanden, bin hier in der Wohnung hoch und runter, hoch und runter. Ich bin Schmerzmitteln zugeballert, habe gekifft. Ich habe alles gemacht, um irgendwie schmerzenlos zu werden. Und hab dann einfach einen Ausraster gekriegt. Also, das war dann schon der zweite. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich war so verzweifelt. Ich habe einfach geheult wie ein Baby. Also, ich habe geschrien. Ich habe nachts in dieser Wohnung und habe laut gebrüllt, wie ein Baby brüllt und schreit. Und weil ich einfach... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte. Es war... Ich habe gedacht, es ist mir egal, wenn ich jetzt sterbe. Ich will nur, dass das aufhört. Ich wollte dieses Bein loswerden. Oh Gott, das ist gerade so furchtbar, das zu erzählen. Es war einfach, ich habe gemerkt, meine Psyche ist nicht mehr stark genug. Ich bin am Ende, ich schaffe das nicht mehr alleine. Und ich habe dann, als ich mich kurz beruhigt habe, Kevin angeguckt und ich habe seinen Blick gesehen. Der hat so geweint. Ich habe gemerkt, ich möchte ihn nicht alleine damit belasten. Also ich möchte nicht, dass dieser Mensch jetzt die nächsten Wochen mich in diesem Zustand hier alleine pflegen muss. Der kriegt eine Depression. Und dann habe ich das Schlauste gemacht, was ich, glaube ich, machen konnte. Ich habe nachts meinem Vater geschrieben, habe gesagt, ich brauche eure Hilfe, ich schaffe das nicht alleine. Ich muss zurück nach Ostwestfalen kommen. Und dann hat mein Vater gesagt, gar kein Problem, pack deine Sachen, wie machen wir das am besten? Ich kann dich morgen leider nicht abholen. Ich habe gesagt, ich kaufe mir ein Zugticket, dann stehe ich halt oder laufe den Zug hoch und runter. Und dann bin ich wieder zurückgefahren in mein Elternhaus und das war auch die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Weil es einfach, meine Mutter war da, mein Vater war da, Kevin war da, die konnten sich abwechseln, mit mir spazieren zu gehen, mir eine Wärmflasche zu machen, mir irgendwelche Sachen zu holen, mir Wasser für Schmerzmittel zu bringen. Ich war ein richtiger Pflegefall. Okay. Ich bin dann in das orthopädische Klinikum gefahren, wo ich ursprünglich eine Überweisung für bekommen habe. Da bin ich morgens hin, da habe ich ungefähr so, weiß nicht, 2 Stunden gewartet oder so in der Notaufnahme quasi. Und dann bin ich zu einem Neurochirurgen gekommen, der sich meinen Befund angeguckt hat. Und ich muss sagen, das war wirklich ein voll tolles Gespräch. Also der hat mir wirklich richtig weitergeholfen. Der hat sich so viel Zeit genommen. Erst war ich so, boah, krass, muss man hier lange warten. Und dann, als ich dann aber selber in diesem Sprechstundenzimmer war und dieser Mensch sich einfach eine halbe Stunde Zeit genommen hat, sich mein komplettes MRT von vorne bis hinten anzugucken, aus allen Perspektiven, um mir genau zu erzählen, was ist das, was ist welches Material, was davon ist flüssig, was davon ist fest, wo drückt das drauf, wofür ist das, wo es drauf drückt, zuständig, wo genau entstehen die Schmerzen. Der hat mir das alles genau erklärt und hat mir dann eine Einschätzung gegeben. Ja, also die dürfen halt nicht sagen, sie müssen operiert werden. Das wird erst gesagt, wenn du kommst und dir in die Hose gekackt hast oder dein Wasser nicht mehr, also dein Urin nicht mehr halten kannst oder wenn du Lähmungserscheinungen hast. Das sind Fälle, wo gesagt wird, es muss operiert werden. Alles davor werden nur Operationsempfehlungen ausgesprochen, weil niemand sagen kann, wie schnell heilt das jetzt, geht das auch ohne, weil es natürlich immer gut ist, etwas zu überleben, ohne einen Eingriff in den Organismus vorzunehmen, weil Hand aufs Herz, da wird geschnibbelt, ne? Du wirst aufgeschnitten, das ist ein Eingriff, das ist Narbengewebe, das entsteht. Das ist am Ende eigentlich immer das Letzte, worauf man zurückgreifen sollte. Er hat sich dann mein MRT angeguckt von 2015 und das von 2018 und hat dann gesagt, seine Empfehlung wäre es,
auch, wie der das in Berlin gesagt hatte, das zu operieren, weil er der Meinung ist, bei mir keine spontane Heilungschance zu erwarten, wie das üblicherweise in ein paar Wochen oder Monaten bei einem Bandscheibenvorfall der Fall ist, weil man eindeutig sieht, dass nicht einfach Flüssigkeit ausgetreten ist, sondern dass diese Bandscheibe wirklich zerstört ist und das Knorpelgewebe, also hartes Gewebe, auf diesen Nerv drückt und das einfach vom Körper viel, viel schwieriger geheilt werden kann, als wenn einfach nur Flüssigkeit austritt. Und dass er meinte, natürlich kann der Körper das möglicherweise über einen langen Zeitraum heilen. Die Frage ist halt nur, wie krass sind die Nerven dann schon geschädigt und wie lange halten sie es überhaupt aus, mit diesen Schmerzen zu leben? A. Und B, wie lange wollen sie überhaupt so leben? Das war halt die Frage. Zu dem Zeitpunkt, wo ich bei diesem Arzt saß, waren, glaube ich, schon 2 oder 3 Monate rum von der 2 Monate von der Akutphase. Aber das gesamte Ding läuft ja schon ewig. Er hat dann gesagt, ich soll noch eine Nacht drüber schlafen. Ich saß da halt so, ich war richtig am Zittern. Aber es war für mich in dem Moment klar. Für mich stand fest, ich möchte, dass das operiert wird. Ich möchte, dass das aufhört. Ich schaffe das nicht mehr. Ich sag euch, wie es ist. Wenn ich das noch 2 Monate weiter erlebt hätte, hätte ich in die Psychiatrie gemusst. Ja, ich habe dann am nächsten Tag da angerufen und wollte einen Termin machen. Der war dann allerdings erst in 3 Wochen später möglich, was sogar relativ kurzfristig ist, was ich nicht wusste. Für mich allerdings ein fetter Schlag ins Gesicht, weil ich gehofft hatte, die sagen, okay, sie können übermorgen kommen und dann machen wir den Scheiß fertig. Aber ich wusste jetzt, okay, ich muss 3 Wochen noch so durchhalten. Diese 3 Wochen waren relativ tough. Aber ich hatte ja ein Ziel, auf das ich hinausarbeiten konnte, wie, oh mein Gott, das ist der Tag, wo ich vielleicht erlöst werde. Ja, es wurde dann in diesen 3 Wochen vor der OP nochmal relativ krass, im Sinne von, dass ich umsteigen musste auf Schmerzmittelstufe 2. Das sind stärkere Schmerzmittel, das nennt man auch Opioide. Da gibt es so verschiedene Schmerzmittel, die halt auch schon ein gewisses Suchtpotenzial haben, was ich gemerkt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es in so einem kurzen Zeitraum schon merke, aber ich habe es definitiv gemerkt. Das, naja, egal. Hallo Leute, hier ist Jaco aus dem Schnitt. Ich bin gerade dabei, dieses Video zu schneiden. Ja, mir ist gerade im Schnitt aufgefallen, dass die Kamera einfach so 3-4 Minuten nicht aufgenommen hat und einen wesentlichen Teil der Geschichte weggecuttet hat. Deswegen erzähle ich den hier kurz und dann geht's weiter. Und zwar ist es so, dass ich mit diesem Medikament, die ich bekommen habe, endlich wieder schlafen konnte. Sie haben die Schmerzen zwar nicht wirklich wegbekommen, aber sie haben dafür gesorgt, dass es angenehmer wurde und ich nicht so verzweifelt war. Opioide. Ja, und das war für den Moment wirklich sehr hilfreich. Ich musste dann zum Beispiel nachts auch nicht mehr aufstehen und rumlaufen. Ich musste halt nur noch nachts sehr oft auf die Toilette. Das war nämlich auch so ein Ding, dass meine Blase betroffen war. Also die war schon das ganze Jahr betroffen, dass ich ständig auf der Toilette war. Das hängt alles so zusammen, die Muskeln auch, die da rum sind und so. Genau, aber ansonsten konnte ich halt schlafen und habe wieder mehr als 2-3 Stunden Schlaf die Nacht bekommen. Und dann gab's das OP-Vorgespräch. Das ist immer, ich glaube, das ist immer so, da muss man eine Woche vorher ins Krankenhaus gehen und also man wird aufgenommen, es wird Blut abgenommen, man muss Fragebögen beantworten für die Narkose und so weiter und du sprichst halt mit den Ärzten, die dich dann operieren und behandeln und so weiter. Ja, das hat fast den ganzen Tag gedauert, also ich bin da morgens um, keine Ahnung, 9 Uhr hin und war nachmittags, glaube ich, erst wieder zu Hause. Ich habe mit der Anästhesistin gesprochen, die super nett war, fast wie so eine Kindergärtnerin, die hat mich voll beruhigt irgendwie. Mit dem letzten Arzt, den ich sprechen musste, war ein Neurochirurg, der quasi der Assistenzarzt später bei meiner OP war. Das Gespräch war nicht so cool, das hat mich super krass verunsichert. Wir saßen in so einem winzig kleinen Raum und er hat mir halt Fragen gestellt und hat mich dann halt aufgeklärt. Und ich weiß, dass die Sachen, die er gesagt hat, grundlegende Sachen sind, die man einfach den Patienten sagen muss, so wie Risiken und so, die passieren können. Aber das Problem war so ein bisschen, dass ich glaube, dieser Arzt nicht so krass empathisch war, sondern eher handwerklich wahrscheinlich und auch nicht so gutes Deutsch gesprochen hat, was kein Problem ist. Ich habe alles verstanden, was er gesagt hat, aber manchmal, vielleicht kennt ihr das, wenn man in einer Sprache spricht, die man noch nicht zu 100% beherrscht, dann sagt man Sachen einfach plumper und hat vielleicht noch nicht so das Gefühl dafür, so die so gewisse Feelings mitzusenden mit der Sprache, also war es alles sehr plump. Querschnittslähmung, Inkontinenz, also er hat es so aufgezählt und irgendwie so ausgedrückt.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Er hat es so ausgedrückt, dass es bei mir ankam, wie es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass dir das passiert. Dann bin ich so verunsichert geworden und habe so Angst gekriegt, dass ich angefangen habe zu weinen, ganz doll. Und das ist eigentlich nicht so typisch für mich, dass ich einfach so beim Arzt anfange zu heulen. Und dann hat er mich gesehen und hat sich so voll erschrocken und meinte so, nein, das war auch witzig, wie er das gesagt hat, nein, nein, wer schon mal einen Rücken gesehen hat, kann, das wird das nicht passieren. Also er hat dann noch versucht, mir quasi zu sagen, dass er mir das alles sagen muss. Also es war ein bisschen schwierig. Ich bin damit nicht ganz so einem guten Gefühl rausgegangen, muss ich sagen. Aber dann habe ich von vielen anderen gehört, dass ihre Gespräche genauso waren und dass das einfach absolut Routine ist. Genau. Ja, die Woche dann bis zur OP war relativ schmerzintensiv, aber psychisch ging es mir super gut, weil ich wusste, worauf ich hinarbeite. Es gab Momente, wo ich voll Angst vor der OP hatte, weil... Excuse me, mir wird der, ich werde an der Wirbelsäule operiert, auch wenn es eigentlich ein kleiner Eingriff ist. Für Wirbelsäulenchirurgie hatte ich schon sehr große Angst. Und dann gab es wieder Momente, wo ich dachte, ist mir scheißegal, schneidet, ich will am liebsten jetzt sofort dahin und schneidet mich einfach auf. Ja, und am Morgen der OP, da musste ich sehr früh da sein, also ich glaube um 6:30 sollte ich da sein und ich musste dann irgendwie um 5 Uhr aufstehen. Und ich war gar nicht so aufgeregt, aber ich hatte total Angst vor der Angst, wenn ich dort ankomme. Und deswegen wollte ich Bachblütentropfen nehmen. Also es sind so Rescue-Tropfen. Vielleicht ist auch nur so Placebo das Zeug, aber das darf man halt vor einer OP nehmen. Und habe es dann verwechselt mit CBD-Tropfen. Und dann habe ich die ganze Zeit mega Panik geschoben. Ich war morgens auf dem Weg ins Krankenhaus und habe mir wahnsinnige Gedanken darüber gemacht, ob jetzt die 2 Tropfen CBD-Öl dazu führen, dass meine Narkose nicht richtig funktioniert. Paranoid, totaler Kontrollfreak, ja? Am liebsten wäre ich mit einer Anleitung gekommen, wie die mich operieren soll. Ja, und dann musste ich direkt im Krankenhaus auf die Station und dann ging alles super schnell. Ja, ich habe gedacht, meine Familie steht noch mit im Raum, ich ziehe mich jetzt um und so wie das meistens bei OP-Berichten ist, chill ich hier 5 Stunden rum, bevor ich überhaupt drankomme, weil noch der mit reingenommen wurde und der und am Ende wirst du abends operiert, obwohl du morgens operiert werden solltest. Bei mir war es aber genau andersrum, die Krankenschwester kam rein und hat gesagt, zack, zack, sie sind die Erste, los, los, umziehen, ab ins Bett, ich schieb sie runter. Und das war so, wow, und dann ging es so los, bum, 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 bum. Und in meinem Kopf haben so 2 Gedanken miteinander gekämpft, der eine war... Umso schneller es anfängt, umso schneller ist es vorbei. Und der andere war da, oh mein Gott, ich bin mental noch nicht darauf vorbereitet. Ich habe gedacht, ich habe mindestens noch 2 Stunden, mich mental darauf vorzubereiten und mich zu beruhigen. Und dann wieder so, aber wieso beruhigen? Du bist ja noch gar nicht aufgeregt. Jetzt bist du... Und es war, wow, es war... Aber ich hatte nicht so richtig Zeit, darüber nachzudenken, weil sie wirklich so war, los, es muss hier weitergehen. Meine Eltern, alle wurden direkt rausgeschickt. Und ich, es war wirklich so, ich bin in dieses Zimmer reingekommen, hab die Sachen in meinen Schrank gemacht... Hab mich umgezogen, innerhalb von 30 Sekunden lag im Bett und sie fing an, mich in den Fahrstuhl zu schieben. Und es war so, okay, das geht alles viel schneller, als ich das jetzt gedacht habe. Aber ich war nicht so aufgeregt, wie ich dachte. Ja, dann bin ich unten quasi auf die Intensivstation erstmal gekommen und habe da gelegen und gewartet. Ja, dann kriegt man erstmal so eine Beruhigungstablette, wenn man die haben will. Hat aber überhaupt nichts gebracht. Also, excuse me, aber ich habe mich nach der Tablette einfach 1:1 genauso gefühlt wie vor der Tablette. Aber ich war irgendwie gechillt. Also es war ein sehr angenehmer Moment, in dem ich da lag. Ich war gar nicht so aufgeregt, wie ich dachte. Ich habe einfach an diese Decke geguckt und habe einfach so die Fliesen gezählt. Ja, und irgendwann, ich glaube so eine Dreiviertelstunde später, haben sie mich dann quasi, es waren so eine Viererreihe, da lagen noch so andere Leute, rausgezogen und haben mich quasi... auf den Flur geschoben und dann musste ich quasi aus dem Bett raus rüber auf so eine Liege. Also so ein ganz schmales, super unbequemes Ding. Gerade mit meinen Rückenschmerzen dachte ich so, Alter, wie soll ich das denn aushalten? Ich war da total verkrampft. Aber geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht sagen, Entschuldigung, kann ich bitte in einem bequemeren Bett operiert werden? Ja, und dann wurde ich in einen weiteren Raum geschoben. Ich saß da einfach nur und lag da und habe an die Decke geguckt und habe immer nur... Also ich habe versucht, mich zu beschäftigen. Ich habe versucht, nicht aufgeregt zu sein, indem ich zum Beispiel... Ich war ja an dieses, wie nennt man das, wo du so deinen Herzschlag und so, diesen Monitor angeschlossen bist. Und ich habe dann zum Beispiel Atemübungen gemacht, so aus dem Yoga und geguckt, wie sich mein Herzschlag verlangsamt. Und dann habe ich so...
absichtlich gemacht, habe gesehen, wie er schneller wird. Und dann habe ich wieder ganz ruhig geatmet und habe versucht, mich runterzuholen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann kam die Anästhesistin, hat mir quasi die Narkose dran gemacht und hat dann gesagt, okay, gleich wird's richtig schön. Sie haben jetzt gleich für ein paar Sekunden einen richtig schönen Trip. War aber gar nicht so. Man kennt das ja so eigentlich, diese Geschichten wie, oh ja, man soll bis 10 zählen und bei 2 ist man schon weg. Und das war bei mir gar nicht so. Also ich war wirklich noch so 10, 15 Sekunden voll da und es war auch nicht angenehm. Ich habe wirklich gedacht, wow, so fühlt sich bestimmt ein Herointrip an. Es war schmerzhaft. Es war sehr, sehr schmerzhaft hier im oberen Bereich. Ich habe gemerkt, wie sich irgendein Stoff in meinem Körper breit macht. Ganz, ganz unangenehm. Und dann aber ging es auf einmal in den Kopf und dann habe ich gemerkt, ach du meine Güte, und dann war ich weg. Der Eingriff dauert in der Regel 30 bis 40 Minuten. Ich kann ja auch sagen, was gemacht wurde. Also bei mir wurde eine mikrochirurgische Nukleomatie gemacht. Das bedeutet, dass von hinten ein kleiner Schnitt von 1 bis 2 Zentimetern gemacht wird und dann wird mit einem Bohrer durch die Wirbelsäule gebohrt, um dann an die Bandscheibe zu, also so ein ganz kleines Loch, um dann an die Bandscheibe zu kommen und das von der Bandscheibe zu entfernen, was auf den Nerv drückt. Ja, und dann wird das halt wieder zugenäht. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich dann auf dieser Intensivstation wieder wach geworden bin. Ja, und dann lag ich da irgendwie mega lange rum und ich erinnere mich nur noch, dass ich manchmal so Stimmen wahrgenommen habe, wie jemand gesagt hat, ja, was ist denn mit der Frau Wittenberg? Wieso liegt denn die immer noch hier? Ja, keine Ahnung, ich habe da mal angerufen, die hat keiner abgeholt. Also offenbar hat mich irgendwer vergessen. Aber war mir egal, ich lag da. Und ich, also in diesem Zustand ist ja alles egal. So, wenn du aus einer Narkose aufwachst, das ist so, du bist sowas von breit einfach. Ja, und dann kam aber die Krankenschwester, die mich runtergebracht hat. Puh, ja, und dann hat die mich aufs Zimmer geschoben. Da waren 2 andere Frauen in ihrem Bett und Besuch war da und ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Also die Frau neben mir hat mir dann so Fragen gestellt, wie war's? Und ich habe das immer kurz und knapp beantwortet, aber eigentlich wollte ich da einfach nur in meinem Rausch liegen und genießen, dass das jetzt vorbei ist alles. Ja, dieser Tag ist sehr verschwommen, da kann ich nicht mehr viel zu erzählen. Außer, dass ich dann gefragt habe, ja, was passiert denn, wenn ich auf die Toilette muss? Weil es ist nämlich so, wenn du an der Bandscheibe operiert wirst, darfst du 24 Stunden nicht aufstehen. Und ich muss es jetzt erzählen, vielleicht passiert das noch irgendjemandem und ich möchte, dass der diese Informationen dann weiß und es für ihn nicht so schlimm wird, wie es für mich war. Ich habe dann wie so eine Art Flasche bekommen. Also ich durfte nicht mal mit dem Rücken hoch, dass du so eine Bettpfanne drunter kriegst, sondern es musste quasi etwas davor gelegt werden, weil der Rücken nicht hoch durfte eigentlich. Ja, und ich lag dann da und ich wusste, ich muss auf die Toilette, aber ich konnte einfach nicht. Ich konnte nicht pinkeln. Es war einfach nicht möglich, so als wäre einfach ein Tor zu. Und dann kam quasi die Krankenschwester und ich habe gesagt, es macht mir Sorgen, ich kann nicht auf die Toilette gehen. Und das ganze Zimmer, auch die anderen Leute, die da mit im Zimmer waren, haben mitdiskutiert, ja, das ist bestimmt die Scham, weil wir mit im Zimmer sind. Aber ich wusste, das ist es nicht. Ich bin ein total schamloser Mensch. Mit Pinkeln habe ich wirklich gar kein Problem. Ich wusste, dass es das nicht ist. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, es tut mir wirklich leid, ich will hier keinen Stress machen und die ganze Zeit klingeln, aber ich kann nicht pinkeln und ich muss sehr, sehr doll auf die Toilette. Ja, und dann kamen die mit einem Stuhl. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Es war ein Stuhl, den man schieben kann, wie ein Rollstuhl, nur dass der Sitz ein Loch hat, wo eine Schüssel drunter ist. Und da kannst du einfach reinpinkeln. Ja, und jetzt hieß es halt, okay, dann musst du aufstehen. Manche Leute können einfach nicht im Liegen pinkeln. Ja, und dann waren die alle total überrascht, weil ich einfach aufstehen konnte. Also ich hatte gar keine Schmerzen, ich bin aufgestanden, ich hatte nichts. Und da ist das erste Mal gewesen, dass ich aufgestanden bin und mir bewusst geworden ist, die Schmerzen sind weg. Und dann habe ich mich auf diesen Stuhl gesetzt und Leute, ich musste, es too much information, aber ich musste so doll pinkeln, es kam nichts. Und dann haben die mich wieder ins Bett gelegt und haben gesagt, okay, dann hilft es nichts, dann müssen wir einen Katheter legen. Habe ich gesagt, okay, alles klar, hatte natürlich super Angst, weil ich schon öfter gehört habe, dass ein Katheter legen relativ unangenehm und schmerzhaft ist. Ja, und dann begann der Horror. Die Krankenschwester meinte, sie kommt gleich mit einem Katheter wieder, aber sie kam nicht. Und ich habe
mir war in dem Moment bewusst, die wissen nicht, wie nötig es ist. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht irgendwo schon mal auf dem Karneval, auf dem Zeltfest, in der Diskothek, irgendwo in der Situation wart, dass ihr so doll auf die Toilette müsst, dass ihr denkt, entweder mein Organ platzt gleich oder ich pinkel hier auf den Boden, ich kann nicht länger warten. In diesem Zustand war ich, dass ich geheult habe, weil ich so doll auf die Toilette muss. Und dann habe ich geklingelt und geklingelt. Irgendwann nach 10 Minuten kam jemand. Diese 10 Minuten waren für mich wie eine Ewigkeit. Und dann sagte so eine relativ junge, halbwegs unfreundliche Krankenschwester zu mir, ja, wir versuchen mal, ob es klappt. Und ich war in einem Zustand, versuchen war hier nicht mehr. Und habe ich gesagt, wie versuchen? Ja, es klappt nicht immer. Und in dem Moment war mir bewusst, die haben mir eine Auszubildende geschickt. Ich bin kurz vorm Sterben und die haben mir eine Auszubildende geschickt. Und ich dachte, egal, lass es einfach passieren. Aber ich bin der geduldigste Mensch der Welt. Ey, ich gehe zum Tätowierer und sage, hier, der Anfänger darf bei mir ausprobieren. Gar kein Problem. Ich bin nicht pieselig. Aber ich war in einer Situation, ich brauchte jemanden, der die Situation regelt. Aber sie hatte einfach nicht die Erfahrung und hat diesen Schlauch einfach nicht da rein gemacht, was zur Blase führt, sondern da rein, wo man es reinmacht, um Babys zu machen. Immer und immer wieder. Und ich habe gedacht, ich verliere den Verstand. Ich habe gedacht, meine Blase wird gleich innerhalb meines Körpers platzen. Und ich habe geheult und ich wurde immer lauter beim Heulen. Dann habe ich gesagt, bitte tun Sie mir den Gefallen, holen Sie einen Kollegen, holen Sie irgendwen, der das kann. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, und dann kam halt ein Krankenpfleger rein und hat gesagt, ist das okay, wenn ich das mache? Und dann habe ich gesagt, es ist mir völlig scheißegal, wer das macht. Und wenn das mein Opa macht, Hauptsache irgendwer macht das. Und dann habe ich in diesem Krankenhaus vor diesem gesamten Zimmer und den anderen Patienten und diesem Krankenpfleger breitbeinig gelegen und habe gedacht, was ist das Leben? Hat ironische Geschichten drauf. Und dann war alles gut. Ja, dann erst, man soll alles mal ausprobieren. Ich habe jetzt schon mal einen Katheter gehabt. War super entspannt. Ich musste nachts nicht mehr aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Ja, auf jeden Fall war dann aber die Angst sehr, sehr groß, weil an den Nerven, wo operiert wurde, die sind ja auch zuständig für die Blase. Es ist halt auch schon mal auf dieser Welt passiert, dass Leute nicht mehr auf die Toilette konnten danach und halt dauerhaft einen Katheter gebraucht. Ich war mir in meinem Dramazustand natürlich zu 100% der Meinung, dass das so ist, aber ich kürze die Story jetzt ab. Am nächsten Tag konnte ich wieder auf die Toilette, ja? Ich war nicht dauerhaft krank, ich hatte einfach einen Harnverhalt. Meine Blase ist sowieso ein bisschen geschädigt gewesen durch diese Zeit und die hat sich durch die Narkose, das gibt's öfter, einfach gedacht, nö, ich mache jetzt nicht mehr mit. Dann habe ich die nächsten 4 Tage im Krankenhaus verbracht, war super glücklich, muss ich ehrlich sagen. Mir ging es total gut. Ich hatte super nette Zimmernachbarinnen, mit denen es klasse geklappt hat. Ich war absolut schmerzfrei, 100% schmerzfrei und bin dann nach 4 Tagen entlassen worden und zu Hause gelandet. Das ist jetzt vor 5 Wochen gewesen. Genau, und ich habe halt den Auftrag bekommen, 6 Wochen so viel wie möglich zu liegen, nur eine Stunde am Stück auf den Beinen zu sein. Ich habe hier so eine Bandage, also wie nennt man das, so ein Korsett quasi. Ja, 6 Wochen Ruhe und jetzt in einer Woche geht es quasi los mit Krankengymnastik. Mir geht es gut, also die Nervenschmerzen sind komplett weg. Das Problem ist wegoperiert, die Bandscheibe ist halt im Arsch. Aber ich brauche euch jetzt nicht irgendwie mit Folgeschäden und was noch passieren kann, weil alles, was kaputt geht, nachhaltig, kann halt auch im späteren Leben zu Problemen führen. Warum ich überhaupt so lange mit diesem Video gewartet habe, ist, weil ich viele meiner Zuschauer eben genau dieses Problem haben. Dieses ISG-Blockaden, man hat einen Beckenschiefstand, dadurch werden die Bandscheiben einseitig belastet und irgendwann geht eine halt in den Arsch und platzt oder kommt vor. Und ich wollte dieses Video erst drehen, wenn ich die Lösung habe. Tatsache ist, dass das ein sehr komplexes und sehr schwieriges Thema ist. Also ich habe hier ganz viele Bücher liegen über Osteopathie, über manuelle Medizin, weil ich wirklich den Anspruch an mich habe, meinen Körper so zu heilen, nachhaltig, dass ich in diese Situation nicht nochmal komme, weil die Bandscheibe ist zwar jetzt repariert, aber die Bandscheibe ist halt nur das Symptom in meinem Fall. Und ich möchte auch den Leuten, die diese Probleme haben, etwas dazu sagen, aber ich möchte kein Halbwissen raushauen, was halt irgendwie noch nicht fundiert ist. Das Einzige, was ich den Leuten raten kann, ist, neben den Ärzten sich auch mal andere Meinungen, also erstmal von Ärzten mehrere Meinungen einzuholen und aber vielleicht auch mal zu 1, 2, vielleicht sogar 3 verschiedenen Osteopathen zu gehen.
einfach mal so das Gesamtding anzugucken, weil ja, es kann sehr viele verschiedene Ursachen haben, warum man in so eine Situation kommt, wie die, in der ich war. Das kann mit Hypermobilität zu tun haben, der Gelenke, das kann mit falscher Haltung zu tun haben, das kann mit vielem Sitzen zu tun haben, das kann mit Muskelverspannungen im unteren Bereich, das kann sogar was, der Auslöser kann sogar urologisch oder gynäkologisch sein. Also Rückenschmerzen sind nicht immer etwas rein orthopädisches, sondern vielleicht nur ein orthopädisches Symptom, was eigentlich einen ganz anderen Ursprung, eine ganz andere Ursache hat. Deswegen will ich jetzt keine Falschinformationen streuen, außer den Tipp zu geben, verlasst euch bitte nicht ausschließlich auf euren Orthopäden, sondern geht auch mal zu einem Osteopathen oder wenn ihr es mit dem ISG habt, auch zu einem Spezialisten. Bitte bildet euch. Es ist euer Körper und ihr könnt ihn damit kaputt machen. Lasst es nicht schleifen und macht nicht das, was ich mache. Jedes Mal zum Arzt gehen, darauf vertrauen, einmal Knack machen, einmal Spritze, einmal gesagt bekommen, machen Sie ein bisschen mehr Sport, ohne dass gesagt wird, was genau man machen soll, wieder gehen und 3 Monate später wieder hin. Ich kann euch versprechen, egal wie alt ihr seid, es wird der Tag kommen, wo es ein böses Erwachen gibt und ihr so eine verkackte Scheiße durchmachen müsst, wie ich das musste. Ich habe genug erzählt, mein Akku ist auch gleich leer. Ich bin froh, dass ich das Video jetzt erst gedreht habe, weil ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen wäre es wesentlich dramatischer geworden und ich hätte unfassbar viel geheult und ich hätte es nicht schneiden können. Aber jetzt blicke ich viel positiver zurück. Ich weiß, es ist gerade auch so ein Trend, so ein, fast wie so ein Modeglaube, immer über das Universum zu sprechen, macht dir Anziehungskraft, das Universum schickt dir das, was du brauchst. Aber auf einer gewissen Ebene habe ich das wahrhaftig gebraucht. Ja, scheiße für meinen Körper, aber mental hat mir diese Zeit, im Nachhinein habe ich so viel gelernt, ich bin so viel reifer geworden, ich habe so viel mehr verstanden. Das war eine Lektion. Es war eine Lektion auf körperlicher und auch mentaler, stressbedingter Ebene. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann seid ihr krass. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und lauere jetzt nicht groß drum rum. Ich verabschiede mich und mir fällt nichts ein, was ihr mir in den Kommentaren sagen könnt. Ich wünsche euch einfach einen schönen Tag und hoffe, dass es euch gut geht. Und danke. Danke euch für die vielen Tipps und die vielen Nachrichten und die vielen Übungen, die ihr mir geschickt habt. Es ist einfach krass, wie viel Beistand ich auf Instagram von euch bekommen habe in der Zeit, wo es mir schlecht ging und ich einfach jeden Tag denselben Pullover anhatte und geheult habe und ihr mir einfach Tipps und Tricks und aufmunternde Worte geschickt habt. Ihr seid süß, ihr seid klein. Abonnieren nicht vergessen, sonst sind die Videos kürzer, versprochen. Macht's gut.